Ihr Lieben, ihr macht die Krankenkasse reich. Beziehungsweise, noch genauer gesagt, ist es euer Verhalten, das die Krankenkasse reich macht. Was sich genau hinter dieser Aussage verbirgt, verrate ich euch in diesem Video. Bleibt dran. Ihr macht die Krankenkasse mit eurem Verhalten reich. Was ich damit meine, ist, dass ganz viele Menschen einfach auf ihre Ansprüche gegenüber der Krankenkasse verzichten. Zum Beispiel glauben ganz viele Menschen, wenn die Krankenkasse einen Antrag ablehnt, dass sie keinen Anspruch auf diese Leistung haben. Aber das ist einfach falsch. Tatsächlich recherchieren die Menschen ja in der Regel und bekommen die Informationen, was ihnen zusteht und was nicht. Und erst aufgrund dessen stellen sie überhaupt den Antrag. Das heißt, sie haben ja selber schon vorsortiert. Und meine persönliche Erfahrung ist in dem Augenblick, dass 40% der Ablehnungen darauf begründet sind, dass die Krankenkasse sagt, du musst vielleicht noch mal ein bisschen besser argumentieren. 40% der Ablehnungen begründen sich damit, dass die Krankenkasse einfach sagt, du hast den Anspruch, definitiv, das wissen wir auch, aber wir haben gar keine Lust, diesen Anspruch zu erfüllen. Also einfach dieses Nö mit irgendwelchen vorgeschobenen Argumenten. Und der dritte Punkt, die letzten 20%, die sind tatsächlich, dass ihr keinen Anspruch habt auf das beantragte Hilfsmittel. So, das muss man sich einfach mal überlegen. Also 80%, da müsste man einfach nur nochmal hartnäckig bleiben, nochmal seine Situation besser oder anders darstellen und dann bekommt man den Zuspruch, spätestens dann vor Gericht, wo die Krankenkasse dann halt dazu verdonnert wird, nicht mehr Nö zu sagen, sondern den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Und das ist das Krasse, dass ganz viele Menschen aber nicht in den Widerspruch gehen und dadurch einfach der Krankenkasse Geld schenken. Am allerschönsten lässt sich diese Angst vor dem Gerichtsverfahren an einem Beispiel erklären, das mir die Hannelore aus dem Samstagsvideo erzählt hat. Die hat mir erzählt, dass ein Freund von ihr 10 Jahre lang für einen Rollstuhl mit Aufstehfunktion gekämpft hat. Das heißt, die Rollstühle mit Aufstehfunktion, die sind teuer. Das heißt, die Krankenkasse hat da wenig Lust drauf, die zu spendieren. Aber der Anspruch ist ja definitiv da. Und bei diesem Menschen war das sogar so, er hatte schon mal den Zuspruch bekommen. Das heißt, er hatte schon einen Rollstuhl mit Aufstehfunktion. Der war aber nicht mehr ausreichend oder er war kaputt. Und dieser Mensch hat 10 Jahre dafür kämpfen müssen, dass dieser Anspruch wieder anerkannt wird von der Krankenkasse und er dementsprechend versorgt wird. Das heißt, wahrscheinlich hat er geklagt, dann hat er, also dann, egal wie es ausgegangen ist, der unzufrieden damit war, mit dem Klageergebnis, hat dann wieder, hat dann Berufung eingelegt und danach noch eine 2-jährige Revision und dadurch summieren sich dann halt die 10 Jahre Klage. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass dieser Mensch, wenn die Krankenkasse ihn von Anfang an versorgt hätte, wahrscheinlich in diesem Zeitraum von 10 Jahren 2 Rollstühle bekommen hätte, weil er einfach alle 5 Jahre 9 Rollstuhl bekommt. Das sind ja Nutzungsgüter, das heißt, die werden abgenutzt irgendwann, Gebrauchsgüter, und da müssen die ausgetauscht werden irgendwann, weil sich eine Reparatur am gesamten Rollstuhl halt nicht mehr lohnt, da kann man den einfach austauschen. So, alle 5 Jahre ein neuer Rollstuhl ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Und in dem Augenblick müsst ihr euch mal vorstellen, hat die Krankenkasse dadurch, dass dieser Mensch kein Eilverfahren gemacht hat, sondern wirklich einfach nur die Klage durchgezogen hat, 10 Jahre lang nicht den Rollstuhl bekommen, den er verdient hat. Das heißt, 2 Rollstühle höchstwahrscheinlich hätte er in dieser Zeit bekommen und die hat die Krankenkasse gespart. Hier hat die Krankenkasse also einfach dadurch, dass sie auf stur geschaltet haben und das Ganze über 3 Instanzen, Gerichtsinstanzen durchgezogen haben, hat die Krankenkasse 100.000 Euro gespart. Der Stuhl kostet halt ungefähr 50.000 Euro, vielleicht auch nur 40, am Ende auch ein bisschen egal bei der Summe, aber selbst wenn es 40 sind, sind es einfach 80.000 Euro für die 2 Rollstühle, die sie in der Zwischenzeit ihm hätten spendieren müssen, obwohl er den Anspruch hat. Also er hat den Anspruch nachher ja bekommen, nach den 10 Jahren, aber da hat die Krankenkasse halt in der Zwischenzeit gewonnen. Darum, geht unbedingt in den Widerspruch. Dass die Krankenkasse euch den Hilfsmittelantrag ablehnt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ihr keinen Anspruch habt, sondern das
bedeutet in aller Regel, dass die Krankenkasse bessere Argumente von euch braucht oder keine Lust hat, das Hilfsmittel zu spendieren. Und in beiden Fällen habt ihr trotzdem das Recht auf eurer Seite. Kämpft dafür. Und wenn das Ganze euch zu lange dauert, weil ihr im Augenblick schon unterversorgt seid, dann geht auch unbedingt ins Eilverfahren. Das Ganze nennt sich Antrag auf einstweilige Anordnung. Und das Ganze kostet euch nichts. Ihr könnt die Klage selber ohne Anwalt durchführen vor dem Sozialgericht. Aber ihr könnt natürlich auch euch einen Rechtsbeistand holen. Und wenn ihr dann am Ende gewinnt, dann wird euch das komplett erstattet von der Krankenkasse. Tut mir den Gefallen. Kämpft für eure Rechte und lasst die Krankenkasse nicht reich werden durch euren Verzicht. Das war mein Wort zum Samstag. Wir sehen uns nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Bye, bye.